Und dann nehme ich euch jetzt wieder mit. Ich werde ausreiten gehen und mal schauen, wie viel ich filmen kann. Ich gehe mit der Sandra ausreiten. Wir gehen auch nur eine kleine Runde. Und ich habe mir gedacht, dann nehme ich euch jetzt halt einfach mal mit. Ich glaube, zum Ausreiten, Entschuldigung, habe ich euch, glaube ich, noch nie mitgenommen. Und deshalb probiere ich das jetzt mal. Falls es nicht so klappt, seid mir nicht böse. Aber ich probiere euch jetzt halt einfach mal so gut es geht, euch mitzunehmen. So, ich sitze im Auto. Und hinter mir fährt ein Auto so nah auf. Ich hasse das, wenn man so nah auffährt. Das ist so. Ich denke mir, was. Dann fahr einfach früher los. Es gibt nichts Schlimmeres wie Leute, die zu nah auffahren, finde ich. Ihr seht, es ist mega geiles Wetter. Ich gehe natürlich nicht mit der Sonnenbrille reiten, aber ich habe die jetzt halt auf. Ich fahre immer mit der Sonnenbrille eigentlich im Auto. Und ich liebe die. Die kennt ihr, das ist meine Ray-Ban. Ich kann sie euch gerne unten auch in die Infobox verlinken. Da fragen mich immer ganz viele, was das für ein Modell ist. Das ist die Aviator. Aber wie sie weiter heißt, weiß ich nicht. Ich werde es euch unten verlinken. Ich habe jetzt meine Haare zusammengeflochten. Ich habe mir nämlich heute Locken gemacht, weil ich ein Video für euch gedreht habe. Und ja, jetzt müssen leider meine Locken am Reitstall zusammengebunden werden. So, ich bin am Stall angekommen. Und sie steht hier. Hallo! Wehe, sie haut jetzt ab. Das hat sie nämlich heute früh gemacht. Habe ich der Sandra auch gerade erzählt. Als ich füttern wollte, ist sie dann einfach abspaziert. Und ich dachte mir, sie kommt zu mir und will schmusen und so. Aber wollte sie nicht. Hallo! Hallo. Grüß dich. Alles schick? Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Jo. So wie sie die Sonne genießt, das ist so süß. Die genießt wirklich die Sonne. Aber die blöden Fliegen, die sind schon nervig. Jo. Sandra ist heute dabei. Ja. Ihr Instagram-Profil verlinke ich euch unten in die Infobox. Das ist, ich glaube, sie hat keine Lust mehr zu schmusen. Jetzt mache ich dich mal fester. Ja, das ist deine Freundin da unten, ich weiß. Und wir gehen heute eine kleine Waldrunde. Und dann mache ich sie jetzt halt noch ein bisschen hübsch. Und jetzt starten wir. So, wir sitzen auf dem Pferd. Auf los geht's los. Ich bin gespannt, wie die beiden sich heute verstehen werden. Weitergehen, Mädels. Komm. Oh, oh, oh. Ist schon wieder ziemlich nah hier. Ja. Ich laufe jetzt mal kurz hinter der Kleinen her. Eigentlich mag ich das nie, dass wir hintereinander laufen. Aber mein Gott, ist halt jetzt so. Ich bin gespannt. Unten sind wieder die Ponys, wo wir letztes Mal entlang gegangen sind. Die sind in dieser kleinen Hütte. Also ich denke mal, dass sie sich gleich mal ordentlich erschrecken wird. Und Madame, wir bleiben auf dem Weg. Gar? Doch, in der kleinen Hütte sind sie. Wir sind schon wieder auf dem Weg zurück. Es hat super geklappt. Vor mir ist die Sandra mit der kleinen Maino. Unter mir meine kleine Fornita. Die war total gut. Also beide waren heute sehr brav. Hat super alles funktioniert. Ich hatte natürlich wieder Bedenken hier bei der Wiese, weil wir kommen von dem Wald da unten raus. Und letztes Mal wollte sie mir nämlich da buckeln. Aber diesmal, ich habe einfach mich auf den Arsch runtergesetzt, mich tief in den Sattel reingesetzt. Es stolpert sie gerade so, weil hier sind so viele Kieselsteine. Und ja, es hat sie super gemacht. Jetzt gehen wir gerade wieder auf die Wiese. Ist immer total lustig, die sucht sich immer den besten Weg. Soll sie auch, darf sie auch. Ich bin eine Reiterin, da darf sie den Weg sich suchen, was ihr da am besten ist. Klar, dass sie auf mich auch hören muss, aber da habe ich jetzt kein Problem damit. Schüttelt sie es. Die Kribbelfiecher sind natürlich schon unterwegs. Das ist echt nervig. Das ist jetzt erst April und die Viecher sind schon unterwegs. Ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Hallo, wir hatten mega geiles Wetter. Na, 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 wir bleiben Schritt. Und ja, es hat mich sehr gefreut, weil es war wieder ein schöner Ausritt, ein gelassener Ausritt. Und ich bin schon gespannt. Nächste Woche ist unsere erste Reitstunde, was Madame hier sagen wird dazu. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, morgen fahre ich zu meinen Eltern. Ich habe in der Früh, muss ich wieder füttern. Und dann werde ich sie einfach ein bisschen laufen lassen auf dem Sandplatz. Und Freitag hat sie dann frei, weil ich war dann jeden Tag da. Und ich glaube, das passt dann auch. Und Samstag und Sonntag werde ich dann wahrscheinlich wieder ausreiten. Gell, Sandra? Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht geht dann auch wieder der Tinker mit. Das ist nämlich die Nadine dann. Und ja, dann sind wir vielleicht wieder zu dritt unterwegs. Deshalb gehen wir gerade hier wieder hoch. Und ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns. Es war jetzt nicht ganz so lang, das Video, aber das nächste Mal wird dann wieder ein bisschen länger. Ist halt doch ein bisschen schwierig, wenn ich beim Ausreiten filme, weil ich muss halt doch immer noch beide Hände am Zügel haben. Jetzt gerade geht's, weil wir nach Hause reiten. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss!